Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder und heute mit dem Aufgebraucht Beauty und Haushalt, was ich ja euch so alle 2 Monate ungefähr zeige, damit ich das dann auch mal entsorgen kann. Fangen wir an, aufgebraucht, großes Paket Lenore, das war mit Duft aprilfrisch, hat aber irgendwie nicht so gerochen, hat auch in der Wäsche nicht danach gerochen. Ja gut, jetzt ist es leer. Ob ich es nochmal kaufen würde, weiß ich nicht. Dasselbe hatte ich dann ja nochmal, aber was war das für eine Duftrichtung? Frische Booster auch bei Kaltwäsche, gut. Ja, waren diese kleinen Caps, Pots, besser gesagt. Wie gesagt, immer noch Restbestände von meinem Sohn. Hat an der Wäsche auch nicht gerochen. Aber wie gesagt, ich nehme die ganz gerne mal, wenn es mal schnell gehen soll. Vor allen Dingen, wie gesagt, für Axel seine dunkle Wäsche, für die Arbeitssachen, finde ich diese kleinen Putz hier immer ganz gut. Ich schmeiß wieder hier nach nebenan, weil hier meine Kiste liegt. Dieselbe hier wie diese, wo ich dann nachher alles runterbringen kann und entsorgen kann. Haare gefärbt habe ich auch wieder. Ich bin jetzt auf dieses Dunkelbraun umgestiegen. Wilma, Mausi. Bitte nicht. Ja, jedenfalls die Farbe finde ich ganz gut. Die andere war ja auch schon von Poly Palette, hält so 4 Wochen. Dann kommt das Weiße wieder durch, dann färbe ich wieder neu. Aber ist ganz okay, vertrage ich gut. Keine Hautreizung oder so. Ist in Ordnung. So, dann habe ich eine Flüssigseife. Ich nehme das mal so zur Seite, sonst stört das so. Eine Flüssigseife aufgebraucht. Das heißt, eigentlich ist es eine Schaumseife. Die habe ich mir bei Netto gekauft. Ich weiß nicht, ob die jemand von euch kennt. Ich bin ja sonst so Bath & Body Works oder Goose Creek. Und ich finde die ja eigentlich immer gut. Muss aber sagen, die Seife hier steht den anderen Seifen in nichts nach. Also der Schaum ist schön. Die geht auch bis runter. Die ist wirklich leer geworden komplett. Der Geruch war schön. Du hast den Geruch danach auch noch so ein bisschen an Händen gemerkt. Und preislich ist es natürlich eine Alternative, weil ich auch nicht weiß, ob du jetzt noch so günstig wie bei meinem Bath & Body Works Video an die Seifen rankommst, weil irgendwo habe ich gehört, habe ich gelesen, ich weiß es ja nicht mehr, hat wo Bath & Body Works Niederlande wieder zugemacht oder man kann da nicht mehr bestellen. Ja, und jetzt richtig viel Geld für so eine Seife würde ich nicht ausgeben. Also da bin ich geizig. Nee, aber das sehe ich nicht ein. Du cremst ja nur deine oder reibst du deine Hände damit ein und dann wäschst du es ab und schmeißt es weg. Und die hier für, weiß ich nicht, um eine 2 Euro oder so, was die gekostet hat, tut es auch. So, weiter geht's mit einem meiner Lieblingsprodukte neben dem Wachs von Sensi, dem Counter Clean. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, für was ich das verwende, habe dann auch gesagt, für die Teelichtlampen, dass ich das mitnehme. Mittlerweile nehme ich es ab und an mal für die Spüle. Am meisten nehme ich es aber, wie wenn, ja, passiert auch, dass Wolfgang dann einfach mal aufs Sofa gebrochen hat. Oder wir einen Fleck auf dem Sofa haben oder was. Muss ich sagen, für Polster rein ist es jetzt mein Nonplusultra. Und das war die Duftrichtung Very Snowy Spruce. Hat mir richtig dolle gut gefallen. War, ich mag das, wenn das so ein bisschen kräftiger ist. Den ich jetzt in Benutzung habe mit Zitrus irgendwas. Ja, den riechst du kaum und das finde ich dann auch nicht so schön. Aber wie gesagt, Counter Clean ist auch ein Produkt, was ich mir immer wieder nachkaufe, aber nur im Sale. Also 14,25, 14,75 oder was der so kostet. Ein anderes Putzprodukt und zwar zum Abwaschen. Ihr habt ja vielleicht im letzten Video meinen Malheur oder meine leichte Wut und Enttäuschung zu dem Sensi Abwaschmittel mitbekommen. Ich habe ja auch ein Abwaschmittel, weiß nicht, ob ich das sogar erwähnt hatte, bei Action gefunden. Eins bei Action, was mir richtig, richtig dolle gefällt. Muss dazu sagen, es gibt noch andere Reiniger in demselben Design. Die gefallen mir nicht, die sind mir zu seifig einfach beim Putzen. Aber das hier, Washing Up Liquid Orange und Jasmin, da hast du wieder Lust abzuwaschen. Muss man einfach mal so sagen. Das ist ein wunderschön parfümiger Geruch. Der Verschluss haut hin und ja, das Design fand ich so niedlich, so mit Blättern und Früchten und Piepmätzen und kostet irgendwas knapp über 1 Euro, in 20, ins 18, irgendwie so ein ganz komischer Preis. Und egal wann ich beim Action bin, ihr wisst ja, ich kaufe da meine Teelichter,
Das kommt immer mit. Und wie gesagt, die ist jetzt leer geworden, habe aber noch zwei Backups im Schrank. Und ich wasche wieder ab dadurch, ab und an. Auch leer geworden, hauptsächlich aber im Urlaub, weil ich ja nicht so viel mitgenommen hatte für den Urlaub. Und Axel und ich, wir haben uns dann eine Duschbad geteilt, war von El Corina, die etwas höhere, gehobenere Marke vom Norma, was ich aber ganz, ganz doll liebe, auch die Seife, das wisst ihr ja, die Handwaschseife. Mittlerweile gibt es davon Duschbad. Und das hier hatte ich von meiner lieben Nadine mal in einem Tauschpaket. Das ist Vanilla Patchouli. Wunderschöner Duft. Angenehm auf der Haut. Riecht super gut. Und ich habe mir im Urlaub damit sogar die Haare gewaschen. Ging alles ganz super. Und definitiv ein Nachkaufprodukt. Wenn ihr Norma in der Nähe habt, guckt unbedingt nach diesem Duschbad. Ich habe einen Kratzen im Hals. Ihr habt schon ein Video gedreht. Irgendwie, wartet mal kurz. Irgendwie hängt hier was. Was ich auch aufgebraucht habe, ist von Nivea das Love Sunshine. Ein Duschbad, was mir sehr gut gefallen hat, was wirklich so ein bisschen wie Sommer, Sonne, Sonnenfeeling riecht. Das wollte ich ursprünglich mitnehmen in Urlaub. Aber mich hat dann der Verschluss, der nicht so richtig dicht war, und habe gedacht, ihr das jetzt noch zukleben musst oder was, nimmst du lieber diesen Verschluss von El Corina mit, weil der einfach viel, viel besser ist. Wie gesagt, ein tolles Duschbad würde ich mir immer, immer wieder kaufen. Weiterhin leer geworden sind Putztücher. Ihr wisst ja, für die Toilette, aber ich glaube, diesmal habe ich nur ein. Nein, ich habe ein zweites Paket, wollte ich schon sagen. Die hatte ich ja noch gehabt, die waren ein bisschen älter, die hatte ich mir jetzt neu gekauft, Küstenliebe. Hab dann auch gedacht, vielleicht riecht das ein bisschen aquatisch oder so, aber das hat gerochen, wie die eigentlich irgendwie alle riechen. Also so einen richtigen geruchlichen Unterschied merke ich nicht, aber ich mag die eben, weil die die richtige Größe haben, weil das einfach funktioniert mit denen. Dann sind wieder Kosmetiktücher leer geworden. Ihr wisst ja, meine Lieblingsmarke ist von Penny. Das war jetzt sensitiv von der Hausmarke von Penny. Die richtige Größe, die richtige Feuchtigkeit. Einfach wunderschöne Tücher und sauber machen sie auch. Hab aber jetzt auch noch welche gehabt von Netto. Die Kategorie, würde ich sagen, ist so ähnlich wie bei DM. Ein bisschen kleiner, ein bisschen dünner, aber auch feucht genug, um das Gesicht so ein bisschen grob vorzureinigen, bevor man dann mit Peeling oder Seife oder so rangeht. Sind auch in Ordnung, sind eine Alternative zu denen von Penny, aber am liebsten habe ich halt die von Penny. In Paket, ich glaube vom Action, Huggies Natural Care. Feuchtes Toilettenpapier, wie gesagt, ab und an nehme ich das mal, nicht immer, nicht regelmäßig. Ich nehme es auch, aber auch mal, um einfach über die Wanne zu wischen oder wenn irgendwo ein Fleck ist oder so. Größtenteils aber eben als feuchtes Toilettenpapier zum Erfrischen. Ach ja, und dann kommt der Traum meiner schlaflosen Nächte. Es gab ja mal von Odol, glaube ich, so Zahncreme mit Geschmack. Und die ist ja irgendwie nicht mehr so wirklich gut zu kriegen. Und dann war ich mit Axel damit beim Penny. Ja, aber ich weiß nicht mehr wann, ist schon eine Weile her. Und da gab es Dental Delight Berry Blast. Eine Zahnpasta. Ich hätte ja eigentlich schon, wenn ich richtig drauf geguckt hätte, aber wahrscheinlich ging der Kaufrausch schon ein bisschen mit mir wieder durch. Schützt und schmeckt, habe ich auch gelesen. Habe aber nicht so Berry, ja gut. Blaubeeren. Und wer mich kennt und weiß, mit Zinzi Blueberry Cheesecake, weiß ja, dass ich eigentlich da so ein bisschen kompliziert bin mit dem Geruch. Und das war dann auch mit der Zahnpasta. Also ich habe gekämpft. Ich habe wirklich gekämpft. Ich habe zwar gedacht, nö, das Gefühl, was du danach hattest nach dem Zähneputzen, war sehr, sehr schön. Es hat sich wirklich sauber angefühlt, aber Leute, der Geschmack. Boah. Oh nö. Nee. Balla. Nee. Wie Joghurt, als wenn du dir Joghurt auf die Zähne schmierst. Aber so diesen künstlichen Heidelbeer-Joghurt-Geschmack. Zum Anfang fand ich es komischerweise sogar richtig schön. Da habe ich noch überlegt, ach komm, nimmst du nochmal so eine Tube mit. Aber so nach dem ersten Drittel habe ich mich so ein bisschen durchgequält. Also früh
konnte ich sie gar nicht nehmen, weil wenn ich früh auf nüchternen Magen mit der Zahnpasta gearbeitet hätte, das wäre vielleicht nicht gut, ja. War nicht meins, bin ich froh, dass es jetzt alles. Dann ein Produkt, was ich wieder sehr liebe, kriege ich es raus. Aqua Augen Roll-On von Balea. Das ist, glaube ich, diese Hyaluron-Variante. Die sehen immer aus, als wenn die noch voll sind, aber die plustern sich wieder so oft. Die haben eben diesen, ich weiß nicht, ob man es sieht, wenn ich es jetzt so halte. Da ist eben so eine schöne Metallkugel, die eben gleichzeitig auch so einen kühlenden Effekt hat. Und das ist so meine Augenpflege gewesen, bis es alle war. Lass mal liegen. Ich habe da auch schon ein Backup wieder im Schrank. Finde ich, wenn man so ein bisschen früh, also wie gesagt, ich habe ja nicht nur mit Augenringen zu tun, sondern früh stehst du halt auch manchmal auf und denkst, kriegst du die Augen heute überhaupt auf, geschwollen oder ein bisschen dick die Augen oder so. Und das hat wirklich durch diese Metallkugel diesen kühlenden Effekt, wo du nicht nur merkst, da tut sich was, da gibst dem Auge Feuchtigkeit, sondern du hast auch irgendwie diesen abschwellenden Effekt und das fand ich richtig schön. Und da die Kuppe jetzt runtergefallen ist, lege ich es jetzt erstmal zur Seite, damit ich nach dem Video die Kuppe wieder drauf mache. Eine weitere Zahnpasta, die ich aufgebraucht habe, ist Meridol. Meridol ist ja, wenn man so ein bisschen mit Zahnproblemen zu tun hat und hat mir meine Zahnärztin empfohlen, soll ich nehmen. Ich glaube, ich weiß es nicht, Parodontax oder Meridol, eine von beiden hat ja manchmal so einen etwas salzigen Geschmack. Das war jetzt bei der nicht. Ich weiß aber auch, dass es eine salzige Variante wo gibt. Das hier war aber mehr so eine süßere, so ein normaler Zahnpasta-Geschmack. Fand ich sehr gut. Dann hatte ich aufgebraucht, ach und das war richtig schön, Körperbutter. Das hatte mir meine Tochter geschenkt. Alverde ist so ihr Nonplusultra. Und das hatte sie mir mal irgendwann, weiß ich nicht, einfach mal mitgebracht und ihre Mama einfach mal geschenkt. Es sind drei so eine kleinen Becherchen drin gewesen mit Körperbutter. Das war Sanddorn, Orange und Honig. Ich hatte eigentlich größtes Interesse an dem Sanddorn und am wenigsten Interesse an dem Honig. Muss aber sagen, am Ende war es genau andersrum. Der Topf mit der Honigcreme war vom Geruch her am allerschönsten. Dann kam Orange und das Sanddorn hatte so einen leicht muffigen, kann man das so sagen, muffigen Touch. Ja, es hat jedenfalls nicht so frisch irgendwie oder zitrisch oder so fruchtig gerochen. Es war so ein bisschen muffig, aber ich fand das eben schön, dass es sowas gibt. Ich weiß nicht, ob es die dann auch in groß zum Nachkaufen gibt. Das fand ich jedenfalls richtig gut. Nicht zu groß, der Becher, einfach mal zum Probieren. Hat mir gut gefallen. Ach ja, ein Produkt von Catrice Natural 10 Serum. So eine Tropfen, die man sich in die Creme macht, kennt ihr bestimmt alle. Das hatte ich nicht gekauft. Das hat mir Catrice einfach mal, weil ich mich in dem WhatsApp-Gruppen, also Catrice hat eine WhatsApp-Gruppe, wo die neuesten Infos immer nur hochladen. Da wird nicht geschrieben, da kriegst du einfach nur immer Infos, was kommt jetzt neu. Und weil ich mich damit angemeldet hatte, habe ich eben ein Gratis-Geschenk gekriegt. Ich weiß nicht, das war glaube ich ein Lippenstift oder irgendwas. Und diese Bräunungstropfen. Ich hatte sowas schon mal, weil wie gesagt, du hast dann hier so diese Pipette. Und da tropfst du dir dann eben einfach irgendwie ein paar Tropfen mit in deine Tagescreme. Ist nicht meins. Ich habe das einmal hingemacht, gesehen hat man sowieso nicht, aber ich hatte so einen Tropfen Schummer und da sah ich danach so leicht orange aus. Und ich bin nicht für diese Selbstbräunungsprodukte, entweder werde ich braun oder ich werde es nicht. Also und das braun eben durch die Sonne, weil ich in der Sonne bin. Und wenn ich nicht braun bin, dann bin ich eben nicht braun. Also Solarium und so hier aufgeschmierte Bräune ist nicht meins. Dann hat der Axel ein Duschschaum aufgebraucht von Rituals, und zwar war das das Ritual of Ayurveda. Hat ihm sehr gut gefallen, hat auch seiner Haut gut getan, weil er so ein bisschen trockene Haut hat. Und es hat ihm so gut jedenfalls gefallen, dass er jetzt schon die zweite Flasche in Benutzung hat. Also, ihr wisst es ja, ich liebe Rituals und wie gesagt, Axel gefällt es auch. Von mir hoch her kann ich jetzt ja nicht so sagen. Ich glaube, so richtig dolle hat das nicht gerochen. Wo ich das damals bestellt hatte, war das für mich eigentlich so mit der unscheinbarste Geruch. Wir Frauen wollen ja doch immer so ein bisschen mehr vielleicht haben. Aber Axel hat gesagt, ihm hat der Geruch gut gefallen.
Wir duschen ja auf getrennten Etagen. Ich kann es euch also nicht sagen. Ich war danach nicht im Bad, wie es dann wirklich gerochen hat. Weiß ich nicht. So, dann aber auch ein Aussortierprodukt. Wenn ich euch jetzt sage, warum ich mir das gekauft habe. Ich habe in meinem Büro das Problem, wenn es draußen trocken ist, wenn es draußen kalt ist, egal mit welchen Schuhen ich da langlaufe, ich kriege ja an allem eine gewischt. Und dann stehen die Haare ab und das ist ja was, das macht mich ja ein bisschen mürbe. Und da habe ich gedacht, komm, kaufst du dir einfach so ein Gel, wenn die Haare verklebt sind, können sie ja nicht abstehen. Woher die Idee kam, ich weiß es nicht. Jedenfalls hat mir, ich glaube, meine Tochter hatte mir dann zwei Sorten mitgebracht. Die war in der Drogerie, habe gesagt, bring mir mal so Orangel mit. Ich brauche das hier im Büro. Ja, steht auch sehr stark drauf. Ich habe es einmal probiert oder das war ja nicht meins. Das hat meine Haare so verklebt. Ich denke, das ist auch eher für Männer mit kurzen Haaren oder so. Jedenfalls hat es meine Haare so verklebt, dass ich es mir teilweise beim Auskämmen mit rausgerissen habe und deshalb fliegt. Deswegen kann ich auch keine andere Verwendung. Wieso nicht, wen ich damit ärgern sollte oder so. Nee. Fort. Noch was, was ich aussortieren musste und da bin ich sehr, sehr traurig. Meine Mama hatte sich über einen Homeshopper, wo ich früher auch gekauft habe und auch von dem Nick Asphalt einige Sachen hatte, Wimpernspirale in Zweierset. Eine hat sie benutzt, eine hatte sie noch im Schrank, sagt sie, weißt du, sagt sie, meine wird ja ewig nicht leer. Kannst du die zweite haben? Wahrscheinlich lag es dann doch ein bisschen zu lange. Ich fand die schön. Die hat so einen geriffelten, so einen Griff, wo du wirklich nicht wegrutscht, wenn du dir die Wimper machst, sondern wo du so ein bisschen Halt hast. Aber da kam nichts mehr. Die war also irgendwie eingetrocknet, obwohl sie noch original verpackt war. Konnte ich nicht einmal nehmen. Ich habe ausprobiert, wie gesagt, an Augen hast du es nicht gesehen und dann habe ich gemerkt, auf der Hand, da rubbelt sich fast gar nichts ab, wenn du da drüber gehst. Musste ich entsorgen. Ja, hier eine Packung Interdentalbürsten, Dental Pro. Die hatten so einen ganz festen Stängel, die waren auch relativ gut, muss aber sagen, mittlerweile habe ich, glaube von Dr. Best, irgendeine große Marke, zeige ich euch mal irgendwann, welche, die auch wirklich gut sind, die sich nicht so umbiegen, wenn du zwischen die Zahnzwischenräume gehen willst. Und die sind alle, kaufe ich aber jetzt auch nicht nach, weil, wie gesagt, habe jetzt eine schöne Marke gefunden. Zeig's euch halt. Das war ein Waschmittel, das war gratis hier von Perwoll. Da gibt es ja immer diese Werbung im Fernsehen und irgendwie bei einer DM-Bestellung hatte ich das Globe mit drin. Ja. Von einmal kann man jetzt ja nicht sagen, dass sich die Farben da irgendwie aufgefrischt haben oder so. Ich habe es halt benutzt. So, dann habe ich zwei Deos aufgebraucht, beide von Dove. Einmal das normale, einmal das mit Rosenduft. Wie gesagt, ich habe es im letzten Video schon gesagt, ich weiß nicht, was das ist. Wenn ich Dove Deo, ich nehme das gerne mal. Aber wenn ich das benutze, dann muss ich aus der Wolke raus, weil irgendwie ist hinter mir dann Londoner Nebel, ich weiß es nicht. Jedenfalls sieht es im Bad auf einmal weiß aus und ist so eine richtige Wolke und ich muss dann erstmal aus der Wolke gehen, bevor ich den anderen Arm mache. Aber ich nehme es halt gerne und es schützt auch und es ist ohne Aluminiumsalzer. Da darf das auch gerne mal bei mir einziehen. Aussortiert, leer gemacht, ausgeschüttet. Das, was wir ja alle lange in unserem Alltag hatten, mehrmals täglich und Kinder hat es wirklich geliebt. Desinfektion für die Hände, das war jetzt auch schon abgelaufen. Das habe ich in den Weiten meines Vorratsschrankes gefunden, habe es leer gemacht und fort. Was ich auch aufgebraucht habe, und das fand ich sehr gut, und ich weiß nicht, ob ihr den Online-Shop oder den, weiß nicht, ob die so einen richtigen Laden vielleicht haben, kann alles sein. Kräuterhaus St. Bernhard, das war so ein Töpfchen mit einer Abziehmaske, so grün. Die hast du eben so drauf gemacht, gewartet, bis es hart ist und hast dir dann so das wieder runtergezogen. Die fand ich eigentlich recht schön, aber ob ich mir das jetzt noch mal im Topf kaufen würde, weil du brauchst ja da nicht so viel. Und ich weiß nicht, 10, 15 Mal, bestimmt 15 Mal bestimmt, habe ich diese Maske aufgetragen und die wird und wird ja dann nicht alle. Und irgendwann möchtest du ja dann doch mal wieder vielleicht eine andere Maske auflegen und Abziehmaske macht man ja nun auch nicht jede Woche. Also ich glaube, so im Topf würde ich es mir nicht noch mal kaufen.
So, was haben wir hier? Ach, noch eine Zahnpasta. Die ist so schön rund, seht ihr das? Wir haben uns jetzt diesen Tubenleerroller gekauft. Und das ist Axel seine Zahnpasta, hatte ich ja, glaube ich, schon mal gesagt. Odol Med 3 ist Axel seine Marke. Ich habe mit Odol Med 3 kennengelernt und Axel wird sich auch nie eine andere kaufen. Der hat mal eine andere genommen, wenn seine leer war und er hatte keinen Vorrat mehr. Aber dann sucht er beim nächsten Einkauf unbedingt wieder Odol Med 3 und dann kriege ich seine angefangene falsche Tube zu mir ins Bad. Dann wieder eine Tüte mit 6 Stunden Teelichtern, die vom Action. Liebe Grüße an meinen Hausmitbewohner, der bei Action arbeitet. Ich habe es dir gesagt. Jedes Mal ist eine Tüte dabei. Ja, wir haben nämlich hier jemand auf dem Grundstück, der bei Action arbeitet. Frische Siegel, ja, das war, ach so, da hatte ich euch ja gesagt, ich hatte diesen Blumen-Birken-Duft, wo ich mir diese frische Siegel von WC-NT gekauft habe und fand ja die anderen richtig gut. Und dann habe ich gesagt, habe ich mich ja vergriffen, anstatt Meeresbrise zu nehmen, habe ich hier irgendwas mit Zitrone genommen. Ist aber nicht Zitrone, ist Frischleim, also, und, ja, es riecht eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich hatte so ein bisschen Angst, dass das so in diese Toilettenreinigerrichtung geht. War es aber am Ende nicht. Also hat gut gerochen. Mittlerweile weiß ich ja auch, wie dieses Patent funktioniert. Nachdem ich ja beim ersten Mal dieses Röhrchen fast zerbrochen habe beim Drücken. Für mich, ich weiß, es mag nicht jeder diese Stempel in der Toilette wegen Saubermachen, wegen was auch immer. Aber für mich ist das eine schöne Lösung, weil ich bin nicht so die Frau, die diese Bakterien-Schleuderkörbchen mag. Es ist nicht meins. Und weiß ich nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Ich habe das ja in einem Video mal gezeigt, wo ich mir hier dieses mit Schneemann und Lavendel, was war denn da drauf? Ja, irgendwie war ganz komisch. Und da hatte ich gedacht, oh schön, so ein schöner Duft. Und dann war das war's, also diese Kugeln in diesem Spender, die waren ja lila gewesen. Und da habe ich gedacht, gut, da kommt wahrscheinlich der Lavendelduft durch. Ihr wisst ja, so als Düftelnase hat man ja immer ganz besondere Assoziationen. Und das war ja dann nicht so. Und dann lief dieses lilane Wasser in das Klobecken drin. Und wenn du dann gepullert hast, dann sah nicht schön aus, sag mal so. Es sah einfach nicht schön aus. Und da habe ich gesagt, nee, und Körbchen sowieso. Und irgendwie, nee, also ich muss sagen, ich bin Frau Stempel. Zwei Cremes habe ich noch und dann nur noch so ein kleines bisschen Kleinkram, dann sind wir durch. Und zwar hatte ich, ich glaube, war es im Weihnachtskalender oder war es in einer Glossybox, hatte ich, wie viel Milliliter sind das? 15 Milliliter von einer Dermakosmetics Dr. Susanne von Schmiedeberg. Dieses kleine Pöttchen hatte ich mitgehabt im Urlaub und hatte aber noch andere kleine Pöttchen mit, weil ich gedacht habe, uch, nachher reicht es nicht, hast du keine Creme im Urlaub. Die hat locker gereicht, die hat sogar noch eine Woche hier, wo wir zurück waren, gereicht. Aber es wird ja, also gut riechen tut sie. Sie hat sowas kosmetisch cleanes, sauberes, frisches, also nicht zu doll parfümiert und auch nicht irgendwie unangenehm medizinischer Geruch oder so. Aber den Hype um, muss ich auch sagen, Kiehl's und auch hier mit dieser Creme kann ich irgendwie nicht so richtig verstehen, weil ah gut, jede Haut ist auch anders. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie gemerkt habe, dass die ganz besonders toll war. War halt eine Creme. Mehr kann ich wirklich nicht sagen. Im Gegensatz zu diesem Schätzchen hier. Und das war wirklich ein Schätzchen. Und ich habe das in so einem Verkauf, Glossybox, zwei Boxen zum Preis von einer. Da hatte ich mir einfach mal, weil ich mich halt gerne mal überrasche, noch mal so eine Box, so ein Boxenset gekauft und da war von Avant diese Feuchtigkeits-Kollagen-Lecithin-Creme drin und da habe ich mich natürlich gefreut wie ein Schneekönig. Ich hatte mir dann auch Videos angeguckt von dieser Box, die ich da hatte und da hieß es wohl normal kostet die 104 Euro. Ich habe sie dann mal gesucht, war irgendwie bei 92 Euro jetzt oder so und da habe ich gedacht, gut, wenn die da gratis drin ist, probierst du aus und ich muss sagen, die Creme hat mir richtig gefallen. Die Creme hat, wenn ich in meinen Vergrößerungsspiegel geguckt habe, was mit der Haut gemacht. Und weil die mir so gut gefallen hat, habe ich gedacht, komm, riskier's einfach. Schmeiß nochmal Geld aus dem Fenster und kauf dir nochmal dieses Doppelset mit den Boxen. Vielleicht hast du ja Glück. Und was soll ich euch sagen, sind H&O nochmal dieselben Boxen gekommen und deshalb habe ich davon noch ein Backup und
Top-Creme für mich. Bleibt aber noch liegen bis zum Frühjahr oder so, weil es ist eine leichtere Creme. Es ist jetzt nicht so eine wie im Winter, wo du so wirklich merkst, die schützt deine Haut. Aber absolut tolle Creme, muss ich einfach so sagen. So, dann hatte ich ein Durstlöscher-Abdeckstift für meine Augen. Nehme ich sehr gerne, weil wie gesagt, da ist eben alles dran. Du drehst und drehst und hast dann hier so das Wattebällchen oder Wattebällchen, Schaumstoffbällchen, wo die jetzt hier so, na schön, dass ich das jetzt mache, und am Ende habe ich jetzt Flecken unterm Auge, war jetzt auch wieder taktisch klug von mir. Aber ja, jedenfalls mag ich diese Form von Abdeckung fürs Auge ganz besonders, und ich finde auch, es füllt so ein bisschen die Fältchen auf, du siehst nicht ganz so knittrig aus, wenn dann so dieser Concealer trocken wird. Bei manchen Firmen hast du ja dann nachher so das Problem, dass das so in die Fältchen zieht. Finde ich, ist bei diesem Durstlöscher nicht so gegeben. So, und weiter geht's. Und zwar auch eine Australian Emu Apfel. Eine Maske fürs Gesicht, die hatte ich genommen, das als Doppelmaske. Ich hatte vorher eine Peel-Off gemacht und die war so schwer abzukriegen und die hat so gezippelt an der Haut, dass ich dachte, komm, jetzt musst du noch richtig was Intensives ins Gesicht machen, und das war dieses Scent in Sky. Fand ich richtig gut, habe ich wirklich die ganze Tube drauf gemacht und habe die auch über Nacht einwirken lassen. War auch so ein Produkt aus der Glossybox. Kaufen jetzt nicht. Ich weiß, ich habe dann auch mal gegoogelt. Bei manchen Sachen, die mir gefallen, gucke ich dann auch, was es so kostet. Ist jetzt was man so preislich auch mal sich leisten kann, aber pff. Eine habe ich ja noch, wie gesagt, weil ich habe das Set ja doppelt bekommen. Dann hatte ich im Urlaub von Balea Q10 Antifaltenkonzentrat, diese kleinen Kapseln, 7 Stück. Die habe ich abends genutzt und habe die dann so auf dem ganzen Gesicht verteilt und habe dann auch gar keine Nachtcreme mehr drauf gemacht. Nee, kaufe ich ja ab und an mal, weil ich ja von, nehmen wir gleich, Schäbens weg will, und das ist für mich eine gute Alternative. Schäbens. Ja, diese 4 kleinen Sachets, 2 waren schon zu Hause alle, 2 habe ich im Urlaub benutzt, Augen- und Lippenmaske. Ich nehme das als Nachtcreme, aber ihr wisst ja, ich hatte hier so ein 10er-Bundle gekauft damals, weil ich ja bis zu diesem Malheur mit der Fußmaske eigentlich begeistert war von Schäbens. Ihr werdet das noch ab und an sehen, dieses Plättchen, ich brauche es aber nur noch auf, Schäbens kaufe ich mir nicht mehr. Dann habe ich... ja, noch Masken, ganz normale, einmal eine Sheetmask mit, oh, was war denn das? Trüffel. Ist ein Trüffel drauf, Schatzi, aber wird keiner drin gewesen, sonst wäre die teurer. Jedenfalls so eine Tuchmaske aufgebraucht. Und so ein kleines Teil hatte ich auch noch gefunden, wo ich meine Masken mal sortiert habe. Aloe Vera, so eine Crememaske. Ja, und dann kommen wir mal zu, bevor ich, die anderen sind glaube ich alle von einer Seite. Wartet mal. Nee, kommt noch ein bisschen was anderes. Dann kommen wir zu meinen Masken aus Polen, aus dem Rossmann von Polen. Da hatte ich mir zuerst von Perfekta Warschau, Tokio, New York Eyepatch. Die waren richtig, richtig schön. Das waren nicht diese dicken, die dir immer so im Gesicht verrutschen, sondern wieder so wie so Vlies, was auch kleben blieb. Super gut gerochen, aber nicht so, dass es in den Augen irgendwie, dass du irgendwie eine irritierte Haut oder so hast. Hatten trotzdem einen angenehmen Geruch. Und die fand ich richtig schön, weil die so ein bisschen aufgeplustert haben. Und dann wollte ich den nächsten Tag, wo ich, oh, 2 Tage später, wo ich mit Axel nochmal in diesem, wie hieß das, Karussella, nochmal diese kaufen, weil ich hatte die grüne Farbe noch in Erinnerung. Hab dann aber von Ciaja oder so das hier mitgenommen. Und warum? Weil die Frau auf der Maske die Augen zu hat, habe ich gedacht, das sind die. Die waren grün, ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Die waren grün und die hier sind Augen abgebildet. Wobei das aber eine komplette Crememaske ist fürs ganze Gesicht. Aber auch richtig, richtig toll. Die trocknet dann so an, die wäscht ab. Hat mir gut gefallen. Und ich habe noch eine weitere Maske dort gekauft. Bilenda Skin Clinic Niacinamid Maske. Auch eine Crememaske, muss auch sagen, im Moment finde ich diese Crememasken eigentlich wieder sehr gut, also teilweise sogar besser als diese Tuchmasken, weil mit der Tuchmaske bist du ja immer so ein bisschen gebunden. Du
kannst ja nicht unbedingt viel machen, du versuchst nicht unbedingt zu reden, damit das schön anliegt und nicht verrutscht. Und bei so einer Crememaske, ich hatte, glaube ich, wo ich die drauf gemacht habe, da könnte ich nebenbei auch was essen oder so, das stört dann nicht. Und mag ich eigentlich zurzeit wieder richtig dolle, diese einfachen Crememasken. Dann habe ich noch eine neue Maskenform, da habe ich mehrere Typen. Da kram ich die auch mal alle raus. Mit Motiv. Ja, und zwar diese Steam-Eye-Masken. Wusste ich erst gar nicht, was das wirklich ist. Ich habe die bei Rossmann gesehen, du kriegst die bei Amazon, du kriegst die auch bei Temu. Und Nadine hatte dann irgendwann gesagt, oder hatte mir eine mit reingepackt ins Paket und hatte mich noch gefragt, ob ich die schon benutzt habe. Und da habe ich gedacht, nö, mir war ja nicht danach und ich wusste nicht, was die macht. Und dann hat sie gesagt, musst du mal machen, das ist richtig schön. Warm and relaxing, das legst du dir aufs Auge. Ich habe eine mal noch so gelassen, wie sie ist. So eine schwarze ist das in dem Fall, von denen, die es bei Action gibt. Und in dem Moment, wo du die rausholst aus der Packung, aktivieren sich die Mineralien, die hier drinnen knirschen, und dann packst du die aufs Auge und dann wird das warm. Und das ist so angenehm warm. Und gerade für die, die jetzt vielleicht viel Computerarbeit machen oder die den ganzen Tag sich überanstrengte Augen haben, durch Brille, durch Lesen, eben durch einen Job, egal durch was, ist das eine richtige Erholung abends im Bett, sich diese Maske aufzusetzen, die hält auch recht gut. Und damit einfach einzuschlafen. Gibt es auch, wie gesagt, das sind jetzt meine, die ich, 5 Stück, die ich in den 2 Monaten vom Action aufgebraucht habe. Ich habe aber auch noch welche, die hatte mir Axel bei Amazon gekauft. Die waren ein bisschen anders, die haben nur in der Farbe jetzt von der Verpackung variiert, war aber ansonsten dasselbe. Die sehen aber ein bisschen anders aus, habe euch da auch eins aufgehoben, da ist so vorne, ja, ein bisschen Blümchen drauf und da sind die sind so zusammengeklebt nach innen und dann musst du hier diese Dinger rausreißen, ja gut, der innen ist schon kaputt, die haben aber auch gut gehalten und da sind eben auch so eine Mineralien drin und hält so ungefähr, wenn du wach bleibst dabei, ungefähr 1,5 Stunden, fand ich richtig gut. Und ich muss dazu sagen, eine von den Masken hatte ich im Urlaub auch mal verkehrt rum aufgesetzt, weil mir der Hals weh tat, die Wärme war auch schön am Hals, also nicht auf der Augen, sondern so im Nacken. Gut, ihr Lieben, jetzt haben wir noch nur noch ein ganz kleines bisschen. Gebadet habe ich natürlich auch mal. Badekristalle Waldbad. War so ein bisschen Kiefernadelschaumbad. Guacamole, also Avocado-Maske. Auch das war eine Tuchmaske. Was haben wir hier noch? Ach ja, das war eine Peel-Off-Maske mit Glitzer. Die war auch sehr schön. Und ich glaube, das war die, die ich nachher fast kaum noch abgekriegt habe, die richtig wehtat. Aber schön war sie trotzdem. Diese iPad-Masken, wo ich vorhin gesagt habe, die ja immer so verrutschen, ich nehme sie schon, aber dann musst du dich eben am besten hinlegen. Ansonsten liegen die hier unten irgendwo. Und dann hatte ich noch Starskin Dream Kiss 2 Masken, biozellulose Lippenmasken. Ja, die waren im Weihnachtskalender gewesen. Die eine habe ich rausgemacht, habe ich gedacht, brauchst du sie mal langsam auf. Und die hat total muffig, eklige Woche, habe ich gedacht, das packst du dir nicht auf die Lippen. Und dann habe ich gedacht, komm, du hast die zweite Brust, probierst du die mal auch aus. Wenn die jetzt auch so stinkt, nimmst du die natürlich nicht. Und die hat dann ganz anders gerochen. Also denke ich mal, die eine Tüte war wahrscheinlich ein bisschen beschädigt oder ein kleines Loch drin oder was, dass die gekippt war. War jedenfalls nicht schön. Habe ich dann weggeschnitten. So, ihr Lieben. Das soll es gewesen sein. Das war mein Aufgebrauch von den letzten beiden Monaten, August und September. Wie gesagt, mach es immer so, wie ich dann die Kiste auch leer haben will, damit hier nicht zu viel rumsteht. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann, eure Susanne.